Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Renditemops-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung. Und ich befinde mich gerade hier auf dem Balkon. Der ist leider noch nicht mit Blumen ausgestattet und einiges muss noch gemacht werden. Unter anderem auch der Boden. Von daher nicht so spektakulär, aber dafür habe ich diese Aussicht hier. Und das in Berlin ist ja auch ganz nett, würde ich sagen. Ja, worüber ich in diesem Video kurz reden wollte, geht darum, dass ich immer mal wieder die Frage lese, jetzt generell und im Speziellen aufs Reselling, soll ich leveragen? So. Oder soll ich fremdfinanzieren, also soll ich einen Kredit aufnehmen, um eben einen höheren Warenbestand zu haben beispielsweise. Beliebt auch die Frage, soll ich auf Pump Aktien kaufen. Und ich will es jetzt aber am Beispiel mal vom Reselling machen. Und wenn ihr diese Frage wirklich ernsthaft stellt, dann gehört ihr entweder zu der Gruppe, die noch gar nicht angefangen haben mit dem Reselling, oder aber die gerade erst angefangen haben. Und dann kann ich es ganz kurz machen. Lasst es bleiben. So, aber ich möchte doch noch mal ein bisschen weiter ausführen. Denn nehmen wir mal an, ihr seid weder die erste noch die zweite Gruppe und die Frage ist ernst gemeint. Dann sollte euch klar sein, dass es durchaus irgendwann mal der Punkt kommt, wo ihr mit einem gewissen Hebel, ja, einem gewissen Fremdkapital, es durchaus Sinn macht, das aufzunehmen, um eben mehr Umsatz und letztendlich auch mehr Gewinn dadurch zu generieren. So, und wann ist so ein Punkt erreicht? Nun ja, lasst mich das vielleicht an einem kleinen Beispiel machen. Also, ihr habt jetzt beispielsweise ein Handy und ihr könnt dieses Handy für 50 Euro einkaufen und für 100 verkaufen. Ihr habt jetzt aber diese 50 nicht und wir machen es jetzt nicht so schwer mit Steuern, Zinseszins, Pipapo und so weiter. Alles negiert und auch Verkaufsgebühren, Marketing spielt jetzt gerade keine Rolle. Also, ihr nehmt diese 50 Euro auf, um euch dieses Handy zu kaufen. So. Und das kostet euch, dieser Kredit, 10 Euro im Monat. So. Wenn ihr jetzt nach einem Monat das Handy verkauft für 100, dann zahlt ihr die 50 zurück plus die 10 Zinsen und habt dann eben 40 Euro in diesem Beispiel Gewinn gemacht. So, das könnt ihr natürlich, zweiter Monat sind es 30 Euro, dritter Monat sind es 20, vierter Monat sind es 10 und im fünften Monat ist es ein Nullsummenspiel, wobei das stimmt nicht ganz, Nullsummenspiel, denn ihr habt natürlich Opportunitätskosten. Das heißt also, ihr hättet auch mit den 50 Euro, die ihr euch geliehen habt oder die ihr wo ihr Kredit aufgenommen habt, die hättet ihr auch in was anderes investieren können. Und ja, im Prinzip ist es das, ne? Also wenn ihr ein Gut habt und nach Abzug der Zinsen, also wenn ihr es verkauft und nach Abzug der Zinsen dann noch ein Plus habt, dann macht es durchaus Sinn. Aber dann versteht ihr vielleicht auch, warum ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr zur Gruppe 1 oder 2 gehört, dass ihr diese Frage nicht stellt, ja, weil es gibt ja so viele unvorhergesehene Sachen. Jetzt ist beispielsweise, ich hole mir jetzt ein Handy und die Käufer wollen dieses Handy nicht mehr, weil ein großer Staat beispielsweise damit die Leute ausspioniert. Wahrscheinlich alle machen, aber mal als Beispiel. So, keiner will mehr das Handy. Oder es kommt der Nachfolger und keiner will mehr den Vorgänger haben. Und ihr bleibt auf der Ware sitzen und dann seid ihr im 6. und im 7. und im 8. Monat und ihr müsst das Ding abschreiben und habt mit einmal nicht nur die Zinsen, sondern den Kredit. Und an diesem einfachen Beispiel kann man, glaube ich, ganz gut erklären, wann es sinnvoll ist, einen Kredit oder eine Fremdfinanzierung zu machen und damit seinen Umsatz und seinen Gewinn zu hebeln. Aber ihr macht das erst, wenn ihr euch wirklich auskennt. Und wenn ihr auch das Risiko streuen könnt, ja, um eben auch solche Sachen eben abzugrenzen. Weil ihr wählt ja nicht nur ein Produkt, sondern ihr wählt ja ganz viele Produkte.
Und ihr wisst schon, was wollen eure Käufer, wie lange brauche ich, um einen Artikel loszuwerden, was ist Best Case, was ist Worst Case. Am besten immer mit Worst Case rechnen und aber das Beste hoffen oder fast Worst Case, sage ich mal. Und diese Fragen würdet ihr nicht stellen, wenn ihr schon professioneller unterwegs seid. Deshalb also, ja, es macht durchaus Sinn, aber erst ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ihr wirklich firm in eurem Gebiet seid und wirklich alles, sage ich mal, aus dem FF könnt, dann könnt ihr überlegen, dann eben auch ein Fremdkapitalhebel einzusetzen. Ein Stück weit anders ist es bei der Immobilie als solches, das sei mal außen vor genommen, aber vielleicht jetzt nochmal an das Beispiel mit den Aktien, weil diese Frage kommt ja in letzter Zeit auch häufiger. Da sind dann Leute, die irgendwie so dieses Fear of Missing Out haben, die ja vorher noch nichts bei Aktien hatten, die 1000 Euro auf dem Sparbuch haben, die sich irgendwo zusammengeklaubt haben in den letzten paar Wochen. Und jetzt sagen, oh ja, steht in der Zeitung, jetzt einsteigen, so wie Warren Buffett machen, und dann werde ich Millionär innerhalb von 3 Tagen. Aber dafür brauche ich ja noch 10.000 mehr. Soll ich einen Kredit aufnehmen? Ja, also ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja, also wenn ihr das macht, dann hat man euch wirklich ins Gehirn geschissen. Ja, kann man nicht anders sagen, weil dann nehmen wir mal dieses Beispiel, ihr nehmt die 10.000 auf, geht aber nicht nur in der Aktie, weil das ist ja zu langweilig, beziehungsweise da ist ja dann der Hebel auch noch zu klein. Das heißt also, ihr nehmt irgendwie einen Call oder einen Put oder was weiß ich, einen Kontrakt, irgendwas, wo ihr noch einen Hebel 10 habt. Das heißt also, den Kredit hebelt ihr noch und mit einmal habt ihr nicht nur 10.000 Euro Schulden, sondern 100.000 Euro Schulden. Was soll das? Ja? Und schnell reich wird eh keiner. Nicht so und vor allem nicht so, ja. Also von daher für Reselling habe ich euch gesagt, wann es sinnvoll ist, und bei Aktien nur als absoluter Profi und nicht in der Konstellation, wie wahrscheinlich die meisten von euch sind. Das macht überhaupt keinen Sinn, da mit Krediten in Aktiengeschäfte reinzugehen. Das geht zu 99,9999% nach hinten los, ja. So viel vielleicht dazu in diesem kleinen Video. Euer Markus und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.